Ja, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute wieder einmal um zwei neue Geräte von unseren Freunden Samsung. Und zwar hat Samsung das Galaxy A6 und das A6 Plus Modell vorgestellt. Beide Modelle sind in der Mittelklasse. Es ist kein Top-Smartphone, aber auch überhaupt nichts Schlechtes. Beide haben ein Metall-Design, das bedeutet, sie haben alle beide einen Metallrahmen, kann man so sagen. Der Display, also das Display auf den beiden, ist ein super AMOLED-Display, was für diese Preisklasse auch noch sehr, sehr gut ist, muss man sagen. Das A6, das bedeutet, das normale Modell hat 5,6 Zoll und das A6 Plus hat 6 Zoll. Beide Smartphones unterstützen eine Duos-Funktion, und zwar bedeutet Duos-Funktion einfach, dass man zwei SIM-Karten gleichzeitig einfügen kann. Das bedeutet, wenn man jetzt in zwei verschiedenen Ländern, in dem einen arbeitet, in dem anderen zum Beispiel zu Hause ist, dann kann man diese gleichzeitig, also zwei verschiedene Nummern auf dem gleichen Smartphone haben, und zwar das gleichzeitig. Das ist super praktisch für verschiedene Leute, auch für viele Pendler, aber nicht für jeden, aber für verschiedene Personen sehr cool. Dann haben die beiden Smartphones eine LED-Blitz-Frontkamera, also eine LED-Blitz, das vorne am Handy installiert ist, und diese hat drei Stufen, um die perfekten Selfies eigentlich zu machen. Das bedeutet, wenn man jetzt Selfies machen möchte, ist dieses Smartphone einfach top. Es hat eine sehr, sehr gute Frontkamera, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen, und sie hat sogar einen LED-Blitz an der Front. Das ist super cool. Die Frontkamera beim A6 hat 16 Megapixel und die beim A6 Plus hat sogar 24 Megapixel, was für eine Frontkamera extrem, extrem viel ist und auch zeigt, dass diese Modelle wirklich auch gemacht sind für Leute, die gerne Selfies machen oder einfach gerne sich auf Instagram rumtreiben, um dort ihre Selfies zu posten oder was weiß ich was. Dies wurde auch von Samsung selbst gesagt. Zu Preisen von beiden Modellen. Das A6 wird 309 Euro kosten und das A6 Plus wird 369 Euro kosten. Das A6 wird am 14. Mai in Europa veröffentlicht und das A6 Plus am 28. Mai. Ich persönlich finde, man könnte schon das A6 Plus holen, da man für das Plus-Modell nur 60 Euro mehr bezahlt, dafür aber viel größeres Display hat und eine bessere Frontkamera, welches sogar 8 Megapixel besser ist. Und das für 60 Euro, was wirklich nicht sehr viel ist, muss man einfach sagen. Und das ist ein sehr, sehr fairer Preis von Samsung. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, abonniert und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.